Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, Frau Dietz, jetzt zunächst einmal für die freundliche Einführung. Und ich bedanke mich ganz besonders bei den Veranstaltern für die Einladung hier. Es ist mir eine große Freude, eine Ehre, jetzt selbst vortragen zu dürfen. Einen kleinen Moment, ich muss diese Folie noch einmal hier erneuern. Und das Thema, das ich mir oder das mir gestellt worden ist und das ich ein bisschen mitgestaltet habe, ist aufgehängt am Begriff Zeitenwende. Die Frage, mit der General Schwalb gerade eben geschlossen hat, die ich erstmal mit Ja beantworte. Wir sehen die Auflösung der paneuropäischen und der oder kooperativen Sicherheitsordnung. Und ich möchte mich beschäftigen mit den Eskalationsrisiken, aber auch mit möglichen Stabilisierungsmaßnahmen, gerade im Hinblick auf die Risiken, die sich jetzt aus diesem Krieg ergeben, aber auch das, was nach diesem Krieg möglicherweise folgt. Ich kann mir die Darstellung der jetzigen Lage sehr einfach machen, weil General Schwalb die verschiedenen Phasen dieses Krieges bereits durchgegangen ist. Das Einzige, was mir jetzt noch einmal am Herzen liegt, ist die letzte Phase, die ich jetzt beobachten kann, in der wir gerade stecken, die hier noch mal bildlich dargestellt wird, ohne jetzt zu sehr ins militärische Detail abzugleiten. Aber das ist ja auch etwas, was gerade gefragt worden ist. Wir sehen also eine Konzentration auf eine schmale Stelle, auf Bachmut, den Versuch eines Durchbruchs. Wir sehen links unten eingeblendet die Stärke der ukrainischen Streitkräfte, die mittlerweile fast 1 Million Frauen und Männer unter Waffen haben. Ein großer Teil davon natürlich Territorialverteidigung, auch paramilitärische Kräfte, aber doch ein erheblicher Ansatz von Personal, dem im letzten Jahr, zumindest am Ende, die russischen Truppen weit unterlegen waren, wenn man nur die Personalstärken nimmt, die auf etwa 170.000 zusammengeschmolzen waren. Über die Fehleinschätzung hat General Schwalb schon berichtet. Sonst würde man ja die Frage stellen, wieso konnten die Russen das überhaupt in der Form anlegen, diesen Angriff. Was wir allerdings jetzt sehen, das ist neben den strategischen Luftangriffen, die ja auch schon besprochen worden sind, und den westlichen Waffenlieferungen, der Versuch der Russen, doch noch mal Kräfte zu reaktivieren, die sie in Lagern, vor allen Dingen was Material betraf, hatten, die zwar da lange schon rumgelegen sind, nicht im besten Zustand sind, auch ältere Modelle sind, Standardmodelle aus dem Kalten Krieg, sowjetischer Bauart, aber immer noch also als Standard durchaus auch gebräuchlich in der Ukraine und in der Masse sicherlich auch von großer Bedeutung, obwohl ich auch in diesen Fragen, was militärische Führungsfähigkeit betrifft, dem General Schwalb zustimme, die Fähigkeiten zur Führung der ukrainisch, jetzt muss ich anders sagen, der russischen Streitkräfte sind wirklich sehr begrenzt. Ob die Ukrainer ihrerseits das Gefecht verbundener Waffen in dem Sinne verstehen, wie wir das in der Bundeswehr gelernt haben, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass wir hier etwas Hybrides erleben. Also ein bisschen sowjetische Tradition plus aufgesetzt etwas, was man von der NATO jetzt erlernt. Die Frage ist natürlich, ohne jetzt in dieses Detail zu gehen, was will man denn jetzt, wenn man einen Blick in die Kristallkugel wirft, erwarten, wie es denn weitergeht? Oft werde ich auch in den Medien gefragt, jetzt sagen Sie doch mal, wie endet der Krieg, wann endet der, wird es morgen den Durchbruch geben, etc. Also Sie wissen alle, dass eine solche Prognose normalen Analysten, die nüchtern denken, nicht zustehen. Wir können Wahrscheinlichkeiten miteinander vergleichen und sagen, es besteht der politische Wille, diesen Krieg fortzuführen und es gibt Ressourcen, ihn fortzuführen. Und insofern kann man dann zu Schlussfolgerungen kommen. Und wenn ich Ihnen jetzt Thesen vortrage, dann will ich das auch nur in diesem Sinne der Wahrscheinlichkeit verstanden wissen. In der Wirtschaftstheorie wissen wir, dass es immer wieder schwarze Schwäne gibt, das heißt unerwartete Entwicklung, weil es irgendwo einen unerwarteten Zusammenbruch gibt. Im Krieg kann das sein, ein moralischer Zusammenbruch, ein totales Führungsversagen oder auch ein politischer Zusammenbruch, wie wir es 1917 zum Beispiel in Russland erlebt haben. Meine Thesen also wie folgt: Trotz der hohen Verluste, die beide Seiten derzeit erleiden oder schon erlitten haben, sehe ich noch nicht, dass es einen strategischen Kulminationspunkt gibt, also die berühmte strategische Wende.
Die Diskussion in den öffentlichen Medien in Deutschland war außerordentlich dünn und hat jede militärische, aber auch politische Tiefe mangeln lassen. Das heißt, es wurde für jeden Panzer, der da diskutiert worden ist, sei es die Lieferung von Leopard 2, sofort die Ebene der Kampfführung verlassen und das wurde dann in die Strategie übersetzt. So, wenn der Leopard kommt, dann haben wir die strategische Wende, dann kommt der Gegenangriff und dann ist alles erledigt. Das ist natürlich schon allein aus militärischer Sicht ziemlich laienhaft und ziemlich unsinnig. Und es ist aber auch aus politischer Sicht, aus meiner Sicht nicht nur unsinnig, sondern auch unverantwortlich. Ich werde gleich noch drauf kommen. Also einen Siegfrieden sehe ich im Moment nicht, da stimmen wir völlig überein. Ein Abnutzungskrieg ist sehr wahrscheinlich, dass er sich also fortsetzt, denn wir sehen ihn ja bereits seit einigen Monaten im Grunde genommen. Jetzt kulminiert sich das Ganze oder konzentriert sich das Ganze auf Bachmut. Wir haben auch feststellen müssen, dass der Versuch, Russland international zu isolieren, nicht zum Erfolg gekommen ist. Es wird uns wahrscheinlich auch in kurzer Zeit nicht gelingen. Das hat General Schwalb auch dargestellt. Die Sanktionen werden vielleicht einen langfristigen Einfluss haben, aber nicht kurzfristig. Denn die hohen Lagerbestände der Russen bedeuten, dass sie noch eine Weile also durchaus Krieg führen können. Und die Kriegsproduktion ist trotz der Isolation in den letzten Monaten eigentlich nicht wesentlich zurückgegangen. Wir haben eine Asymmetrie allerdings bei der Durchhaltefähigkeit. Die Ukrainer sind mehr und mehr abhängig von westlicher Militärhilfe. Das liegt auch daran, dass sie zwar eine sehr starke Rüstungsindustrie hatten, ein Drittel der sowjetischen Rüstungsindustrie war ja auf ukrainischem Boden, das heißt, sie haben schon viel geerbt. Aber ein Teil ist natürlich zerstört, ein Teil ist unter der Kontrolle Russlands, einem Teil fehlt die Energie durch die Angriffe gegen die Energiequellen. Und vor allen Dingen durch die vielen westlichen Waffenlieferungen wird es auch darauf hinauslaufen, dass die ukrainische Industrie gar nicht mehr in der Lage sind, diese Ersatzteile, schon gar nicht die Munition überhaupt dafür zu bauen. Das heißt, die Ukraine wird immer mehr abhängig werden von westlicher Logistik. Im Westen allerdings gibt es natürlich ökonomische Risiken, über die wir ja schon gesprochen haben, auch öffentlich. Man muss sich nur den Bericht der Wehrbeauftragten von gestern anschauen. Hier gibt es Abgaben an die Ukraine, die neue Löcher in der Bundeswehr reißen. Das heißt, wir stehen in einem Konkurrenzverhältnis, in dem man beides jetzt bedienen muss. Die Lieferung an die Ukraine, aber auch die Verbesserung der eigenen Verteidigungsfähigkeit. Das gilt auch für andere Länder in Europa. Die stehen nicht viel besser da als Deutschland in dieser Frage. Ich weise nur auf dieses Konkurrenzverhältnis hin und damit auf die ökonomischen Risiken. Es ist ja nicht ein Fingerschnips zu sagen, wir schalten mal eben jetzt auf Kriegsproduktion um. Wir sind nicht im Jahr 1940, 41, wo Roosevelt sagte, wir sind das Arsenal der Demokratien. Dafür bedarf es natürlich ganz anderer Entscheidungen und sehr langfristiger Sicherheiten auch für die Rüstungsproduktion. Und letztlich darf man auch nicht übersehen, dass es auch in den USA Risiken gibt. Bis jetzt galt ja immer Deutschland als der unsichere Kandidat. Ich sehe das langfristig eigentlich nicht so, denn wir wissen ja gar nicht, wer in 2 Jahren die Präsidentenwahlen in den USA gewinnen wird, sollten sich die Republikaner, insbesondere die extremen Flügel, die jetzt das große Sagen im Repräsentantenhaus haben, durchsetzen, dann könnte sich die Lage für die Ukraine erheblich verschlechtern. Also ich weise nur auf die Risiken hin, die es überall gibt. Und das führt mich zurück auf den Satz anfangs. Wahrscheinlichkeiten können wir natürlich durchaus aussagen, aber schwarze Schwäne, die sich daraus entwickeln, das können wir nicht vorhersagen. Wir wissen es schlichtweg nicht. Also ist der Ausgang dieses Abnutzungskrieges ungewiss. So eins können wir allerdings sagen, je länger er dauert, umso mehr Opfer wird er fordern und umso mehr Zerstörungen werden entstehen. Die Bedrohungsperzeption Russlands hat General Schwalb gerade eben dargestellt. Wir haben ja auch Gespräche immer noch mit russischen Gesprächspartnern, die eher auf der Seite der strategischen Analyse angesiedelt sind. Das sind keine Revisionisten oder Imperialisten, sondern die schauen sich eher die strategische Entwicklung an. Und seit vielen, vielen Jahren waren sie besorgt über das Näherrücken der NATO an russische Grenzen. Warum? Weil sie fokussiert sind auf die USA, weil sie glauben, dass damit die strategische Balance mit den USA unterminiert wird, dadurch, dass man näher rückt und auch Kurzstreckensysteme einsetzen kann. Und dann rechnen sie uns vor, dass mit jeder NATO-Erweiterung die Entfernung sozusagen geringer geworden ist. Und da entwickelt sich so eine Art Kuba-Syndrom in der Argumentation. Natürlich ist da oben drüber gesetzt das, was man dann rational, aus unserer Sicht jedenfalls, nicht mehr so leicht diskutieren kann. Das ist nämlich Revisionismus. Ruskimir wurde vorhin angesprochen, also die Wiedergewinnung verlorenen Bodens, wenn man zurückguckt in die
russische Geschichte. Auf die russische Nukleardoktrin wurde ebenfalls hingewiesen und auch auf die beiden Punkte, auf die es hier ankommt, nämlich in Reaktion, dass man also sagt, man wird Nuklearwaffen nur in zwei Fällen einsetzen, in Reaktion auf einen Nuklearangriff, das richtet sich natürlich gegen die anderen Nuklearmächte, vor allem die USA, oder eben im Falle eines konventionellen Angriffs, der die Existenz der Russischen Föderation bedroht. Und damit mal ein paar Thesen zu der Frage, die ja auch oft in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Wie hoch sind eigentlich die Eskalationsrisiken im Nuklearbereich? Aus meiner Sicht haben sie einen gewissen Höchststand erreicht, den wir so seit der Kuba-Krise nicht mehr gesehen haben. Das liegt natürlich an nuklearen Warnungen, an Annexionen, die mittlerweile passiert sind, an einer gewissen militärischen Schwächephase der Russen. Und es liegt sicherlich auch daran, dass Putin Erfolg braucht. Also wir haben gesehen, dass seine Führung nicht unbedingt sakrosankt ist, obwohl der Blitzableiter für den Unmut der Bevölkerung war nie er, sondern immer die militärische Führung, bis jetzt zumindest. Auf der ukrainischen Seite haben wir ebenfalls Maximalziele, ich brauche sie hier nicht vorlesen, sie wurden auch vorhin schon diskutiert. Und wir sollten dazu sehen, dass wir auch in der NATO ganz unterschiedliche Auffassungen hatten über Kriegsziele, die gerade angesprochen worden waren. So haben sich zum Beispiel 9 osteuropäische Staaten dafür ausgesprochen, die Ukraine möglichst rasch in die NATO zu bringen. Was sicherlich aus einer etwas vorsichtigeren Blickweise nicht sehr sinnvoll ist, wenn man weiß, dass genau diese Frage der NATO-Mitgliedschaft mit zu den Ursprüngen dieses Kriegs gehört. Ganz entscheidend aber für diese Beurteilung ist auch der Kollaps der Rüstungskontrolle. Darauf möchte ich jetzt eingehen. Wir haben im Moment keine stabilisierenden Instrumente mehr, weil die Rüstungskontrolle kollabiert ist. Und ich will, ohne jetzt ins Detail zu gehen, Ihnen nur mal sagen, worum es da eigentlich geht. Wir haben ja im Nuklearbereich die sogenannten strategischen Streitkräfte, die Sie hier sehen, die strategischen Nuklearwaffen auf der linken Seite. Und wir haben die substrategischen, früher hießen sie auch taktische, in Russland heißen sie immer noch so, Nuklearwaffen, die sich im Wesentlichen dadurch auszeichnen, dass sie kürzere Reichweiten haben, was die Trägermittel angeht. Genau genommen ist dieser Begriff oder diese Unterscheidung strategisch und taktisch eigentlich nur aus russischer und amerikanischer Sicht zu verstehen. Und für Europäer ist das eigentlich zynisch, weil es heißt im Klartext, die Waffen, die eine lange Reichweite haben, oft auch höhere Kaliber, was die Detonationskräfte betrifft, aber nicht, das muss nicht unbedingt sein, die also sozusagen, da spricht man von, da gibt es das Wort Sanktuarien, die also unmittelbar die Territorien von Nuklearmächten bedrohen, die sind strategisch. Alles andere, was im Mittelfeld dazwischen liegt, was also sozusagen einen Regionalkonflikt betreffen könnte oder das erweiterte Gefechtsfeld, das ist taktisch. Das ist keine gute Nachricht für die Europäer, die nicht Nuklearwaffenstaaten sind. Das sage ich mal vorweg. Und darin liegt auch das Problem der Nuklearstrategie. Dazwischen gab es, heute wurde schon mal angesprochen, die Ebene der eurostrategischen Waffen, also der Mittelstreckenwaffen, die über die Nachrüstung, die in Deutschland so viel Aufregung verursacht haben, so viele Demonstrationen dazu geführt haben, dass wir ein neues Problem bekommen haben. Diese drei Kategorien von Waffensystemen sind letztlich durch Rüstungskontrolle eingehegt worden. Schon sehr früh, als die Amerikaner nach der Kuba-Krise erkannt hatten, dass es so nicht weitergeht, haben sie begonnen, mit den Russen über, damals noch Sowjetunion, über strategische Nuklearwaffen zu sprechen. Es gab die sogenannten SALT-Verträge, später dann START. Sie haben alle eine Grundlage. Und diese Grundlage, die steht hier in der mittleren Zeile, nämlich den Begriff Mutual Assured Destruction, die gesicherte gegenseitige Vernichtungsfähigkeit, die soll auch in diesen Verträgen letztlich immer wieder abgesichert werden, auch wenn die Zahl der Waffen, auch die Qualität, also die Zahl der Waffen zunächst einmal reduziert wird und die Qualität wird dabei immer berücksichtigt, weil es natürlich qualitative Weiterentwicklungen gab, die Sie hier auch teilweise sehen. Eine der qualitativen Weiterentwicklungen war immer die Frage, gibt es irgendwelche validen Gegenmaßnahmen gegen einen Erstschlag, mit dem man dann sozusagen verhindern kann, dass der zweite Schlag tatsächlich noch erfolgt. Und das ist der sogenannte, das war der sogenannte ABM-Vertrag, also der Vertrag, der gleichzeitig mit der Balance bei den strategischen Waffen festgelegt hat, dass man auch Abwehrwaffen begrenzt, die strategische Raketenabwehr.
Dieser Vertrag ist der erste, der leider unter George W. Bush außer Kraft gesetzt worden war. Er hat ihn 2001 kurz nach Regierungsantritt gekündigt und das ist dann ein Jahr später außer Kraft gesetzt worden. Das hat natürlich sehr viel Unmut in Moskau ausgelöst und ist einer der Konfliktpunkte, mit denen wir uns seit vielen, vielen Jahren auseinandersetzen müssen. Das ist die Angst der Russen vor einer strategischen Raketenabwehr, die dann die gegenseitig gesicherte Vernichtungsfähigkeit unterminieren könnte und dazu führen kann, dass man erstschlagfähig wird. Ob das technisch möglich ist, da habe ich große Zweifel, aber das ist zumindest eine Sorge, die es dort gibt. Der INF-Vertrag hat dazu geführt, dass alles das, wofür hier Millionen von Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen sind, als es um die Nachrüstung ging, dass diese Waffen völlig eliminiert worden waren. Das ist 1987 abgeschlossen worden nach kurzer Verhandlung und 1991 waren alle diese Waffen, fast 2700, bereits zerstört. Im Bereich der taktischen Waffen hatten wir nur eine gegenseitig abgestimmte präsidentielle Initiative, wo man sozusagen über Megafon gesagt hat, wir rüsten unsere taktischen Nuklearwaffen ab und wir ziehen sie aus Europa zurück. Und die Russen haben es ähnlich gemacht. Das war abgestimmt, aber es gibt keinen Vertrag. Das Ergebnis ist klar. Es gab dann statt der Tausenden von Nuklearwaffen, die auf deutschem Boden auch standen, am Ende nur noch 400. Und das ist heute in Europa, muss ich sagen, in Westeuropa, nur noch 400. Und jetzt sind es noch etwa 150, die im Rahmen der nuklearen Teilhabe noch eine Rolle spielen. Auf der russischen Seite sind die Waffen auf das eigene Territorium zurückgezogen worden, aber es gibt noch einen großen Bestand. Ich werde Ihnen das gleich zeigen. Wir haben dann trotz der ersten Krisenphasen, die wir erlebt haben, der Georgienkrieg wurde vorhin erwähnt, aber auch der Irakkrieg, auch die Frage der konventionellen Rüstungskontrolle, die Bush für überflüssig hielt, das alles hat Konfliktpotenziale verursacht und Obama hat das erkannt 2009 und hat gesagt, naja, da ist was mit dem Verhältnis zu Russland schiefgelaufen. Wir machen einen sogenannten Reset. Und der Reset hat bedeutet, wir wollen die Verhältnisse mit Russland auf neue Füße stellen. Das Erste, was er gemacht hat, war ein neuer Nachfolgevertrag im strategischen Bereich. Also um diese gegenseitige Vernichtungsfähigkeit auf geringerem Niveau noch einmal sicherzustellen. Und das ist auch gelungen. Und dieser Vertrag, der ist nun vor wenigen Tagen von Russland suspendiert worden, nicht gekündigt, aber suspendiert, sodass derzeit keine Inspektion und kein Datenaustausch mehr stattfinden. Unter anderem mit der Begründung, man habe ja die strategischen Basen der strategischen Bomberflotte angegriffen. Das haben die Ukrainer getan, aber Engels, darum ging es, aber die Amerikaner hätten die Daten geliefert. Wir sind also jetzt in einer Situation, auch der INF-Vertrag ist ja durch Trump bereits gekündigt worden, und dann abgeschafft worden aufgrund einer vermuteten russischen Vertragsverletzung. Eigentlich ging es Trump aber eher um China. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir im Nuklearbereich eigentlich keine valide Rüstungskontrolle mehr haben. Und das besorgt mich als alten Rüstungskontrolleur schon sehr. Wenn Sie fragen, was gibt es denn da überhaupt an Nuklearwaffen so weltweit, dann muss man also unterscheiden zwischen diesen strategischen Nuklearwaffen, die ich gerade erwähnt habe, und das ist noch nicht genug der Unterscheidung. Es geht dann um die, die aktiv sind, die disloziert sind, und um die, die als Reserve dahinter bereitgehalten werden. Und dann geht es um die sogenannten substrategischen Waffen. Auch da kann man unterscheiden zwischen disloziert und nicht disloziert. Und das zusammen wären dann die aktiven Bestände, die Sie hier in Rot sehen. Stand 2020, mittlerweile sind es ein bisschen weniger, aber im Prinzip ist das Verhältnis schon so geblieben. Und dahinter stehen noch ausgemusterte Waffen, die eigentlich zerstört werden sollten, aber immer noch da sind. Und das ergibt dann die Gesamtbestände. Was ist denn nun an taktischen Nuklearwaffen vorhanden, die dann in Europa stationiert sind? Das sind diese 150, die ich hier gerade aufgeschrieben habe. Und was wird durch New START geregelt? Also den Vertrag, der jetzt die gegenwärtige strategische Balance sicherstellen soll und der gerade suspendiert worden ist. Das ist... wahrscheinlich fehlt mir hier ein Bildchen, das ich werde es Ihnen am Ende nochmal zeigen. Das ist nur der Bereich der strategischen dislozierten Waffen, nämlich diese zwei Zahlen der Amerikaner und der Russen. Nehmen wir die anderen drei Nuklearmächte, die anerkannt sind im nuklearen Nichtverbreitungsvertrag dazu, dann ergeben sich diese Zahlen. Und wenn Sie die anderen nicht anerkannten, aber de facto Nuklearwaffenstaaten dazu nehmen, dann kommen Sie auf diese Zahlen, ohne ins Detail zu gehen. Am Ende sind wir bei mehr als 12.000
Nuklearwaffen weltweit angesiedelt. Und nach Nuklearvertrag, also New START-Vertrag, ist davon geregelt worden, nur dieser Bereich. Natürlich ein erheblicher Bereich, der Bereich der Zweitschlagfähigkeit, der Bereich der Interkontinentalwaffen. Und da muss dazu sagen, sehen Sie alles zusammen, dann sind das auch die beiden Staaten, die wirklich am meisten Verantwortung tragen, denn sie haben 90% aller, 91 aller Nuklearwaffen weltweit. Da stehen wir derzeit. Bei der Rüstungskontrolle im konventionellen Bereich ist es leider nicht viel besser, denn auch hier hatten wir ein tolles Vertragswerk im Grunde genommen in den 90er Jahren ins Leben gerufen. Wir haben die konventionellen Streitkräfte begrenzt. Wir haben ein Transparenzsystem geschaffen, mit dem man sich gegenseitig überfliegen kann. Stichwort Vertrag über den offenen Himmel oder Open Skies Vertrag. Wir hatten das Wiener Dokument oder haben es noch, aber auch das ist letztlich suspendiert worden, indem die Transparenz erhöht worden ist. Und wir haben aufgrund der Bush-Politik, der George W. Bush-Politik, die sagte, wir brauchen eine Freedom Agenda, eine Freiheitsagenda, aber nicht Rüstungskontrolle, leider auch den KSE-Vertrag letztlich verloren. Indem nämlich das Anpassungsabkommen, das nötig war, um die NATO-Erweiterung abzufedern, nicht ratifiziert worden ist durch die USA zunächst. Die NATO hat sich dann insgesamt angeschlossen, übrigens gegen deutschen Willen. Und damit ist wieder ein Konfliktpotenzial mehr entstanden. Also die Geschichte aus meiner Sicht des Ukraine-Konflikts liegt weit zurück und man könnte in das Jahr 2008 gehen, um dann wirklich zu sehen, wann er begonnen hat. Was wir aber jetzt feststellen müssen, dass diese Architektur von Rüstungskontrolle, die wir auch im konventionellen Bereich in Europa hatten, zusammengebrochen ist. Der KSE-Vertrag ist de facto tot. Der Open-Sky-Vertrag ist seit 2 Jahren tot, weil sich Trump davon verabschiedet hat. Eigentlich völlig unsinnig, denn mit dem Vertrag konnte man ganz hervorragend zum Beispiel große Truppenansammlungen überfliegen, um festzustellen, was da passiert. Der INF-Vertrag ist seit 2019 tot und das Wiener Dokument wird seit dem Krieg letztes Jahr nicht mehr durchgeführt. Das heißt, auch hier haben wir eine Brache. Wir haben in Europa jetzt einen Raum mit nicht mehr wirksamen Begrenzungen und mit nur noch rudimentärer Transparenz. Damit kann man die Frage natürlich stellen, die eingangs auch gestellt worden ist, wie wahrscheinlich ist denn eine nukleare Eskalation unter diesen Bedingungen? Und das können Sie alles sehr rational durchdeklinieren. Das wird ja teilweise auch im öffentlichen Raum dann gemacht, allerdings aus meiner Sicht etwas oberflächlich. Natürlich kann man sagen, diese gegenseitige Vernichtungsfähigkeit durch die Zweitschlagmöglichkeit schließt einen strategischen Atomkrieg zwischen den USA und Russland rational aus. Ich betone zwischen den USA und Russland. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, was ist denn mit den Staaten, die dazwischen liegen, mit dem Sonderstatus Großbritanniens und Frankreichs mal als Nuklearmächte, mal davon abgesehen. Gibt es die Möglichkeit, vielleicht einen begrenzten Atomkrieg zu führen, ohne dass Sanktuarien, also die Territorien der großen Nuklearmächte, getroffen werden, dann wird das in Amerika durchaus kontrovers diskutiert. Es gibt also Vertreter, die auch unter anderem an der Nuclear Posture Review von 2018 mitgeschrieben haben, die sagen, doch, das muss möglich sein. Wir dürfen auf keinen Fall das Territorium der USA dabei berühren, aber ein regional begrenzter Krieg muss führbar sein. Und er muss auch gewonnen werden können. Und das heißt, wir in Europa müssen uns dann überlegen, wie machen wir es denn sicher, dass die Abschreckung auch für Nicht-Nuklearwaffenstaaten der NATO funktioniert. Und wir haben da mehrere Möglichkeiten in der Vergangenheit auch historisch gewählt, die aber immer noch gelten. Das heißt, wir haben in Europa letztlich 3 Nuklearwaffenstaaten. Wenn ich mal Russland, Großbritannien und Frankreich zähle, das sind Faktoren für sich. Dann haben wir amerikanische Hauptquartiere und Truppen in Deutschland, aus gutem Grund. Die galten eigentlich nach dem Ende des Kalten Krieges gar nicht mal der Abschreckung, so sehr der Abschreckung der Russen, als vielmehr der Stabilisierung in Europa und als letzte Rückversicherung für uns selber, denn wir wollen ja nicht Nuklearmacht bleiben. Und dann gibt es dazwischen das System der nuklearen Teilhabe. Das ist vielleicht jetzt zu weit, wenn ich das jetzt ausführe, aber es wäre ein Thema für die Diskussion. Andererseits gibt es aber doch die Vorbereitung für Waffen im Nuklearbereich,
die eben doch auf geringere Entfernung eingesetzt werden können und die auch geringere Detonationsstärken haben, sodass man diese Möglichkeit eines begrenzten Nuklearkrieges, jedenfalls von den physischen Möglichkeiten her, eben doch nicht ganz ausschließen kann. Und dann ergibt sich die Frage, wäre das überhaupt möglich, etwas derartiges zu kontrollieren? Und drittens, und das ist, glaube ich, die am meisten kontrovers diskutierte Frage, ist es denn möglich, dass ein taktischer Nuklearwaffeneinsatz in der Ukraine stattfindet? Natürlich ist der auch irrational, wenn man das durchdenkt. Und dann kann man sagen, er hätte auch Auswirkungen auf die russische Armee und auf die Bevölkerung, die nunmehr als russisch bezeichnet wird nach den Annexionen. Und es würde natürlich das nukleare Tabu brechen, das es ja seit Hiroshima und Nagasaki de facto gibt. Und das ist ja auch die Grundlage für den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag. Das würde dann alles beendet werden. Und das wäre sicherlich nicht im Sinne zum Beispiel Chinas. Die haben ja da sich sehr deutlich geäußert gegenüber Moskau. Die Frage, ob die NATO dann militärisch konventionell reagieren würde, ist offen. Sie wird oft diskutiert, meistens positiv beantwortet, aber niemand kann sagen, ob das zutrifft oder nicht. Es bleibt als Option im Hintergrund. Das Problem bei dieser sehr rationalen Betrachtungsweise, die ich ja auch so völlig nachvollziehe und die ich selber mit auch vertrete, es gibt ein Problem. Die Risikobereitschaft, die wir hier unterstellen, ist etwas, was wir aus unserer Sicht im Frieden, mit der langen historischen Erfahrung, natürlich mit voller Überzeugung und Inbrunst vortragen können. Die existenzielle Bedrohung, von der aber die Rede schon war heute, die kann sich natürlich in der subjektiven Wahrnehmung völlig anders darstellen, wenn man sein eigenes politisches und vielleicht sogar physisches Schicksal an den Erfolg dieser Ukraine-Sonderoperation geknüpft hat. Und in der Beziehung kann ich nur sagen, wir sind alle Analysten, wir vergleichen Wahrscheinlichkeiten, aber die Prognosefähigkeit, was tatsächlich passieren wird, ist begrenzt. Und wenn ich jetzt auf einer Eskalationsleiter von 0 bis 10 die Wahrscheinlichkeit eines Nuklearkrieges berechnen soll oder festlegen soll, dann, also 0 wäre völlig ausgeschlossen, 10 ja ganz sicher und dazwischen irgendwo würde dann die Wahrscheinlichkeit des Nuklearkrieges liegen, dann können wir uns darüber streiten, liegt sie bei 1, 2 oder 3. Das mag jeder für sich bewerten. Aber eines ist schon besorgniserregend, sie liegt über Null. Und alles, was über Null liegt im Nuklearbereich, ist eigentlich politisch überhaupt nicht tolerabel. Wegen der Folgen, die wir vorhin ja schon besprochen haben. Und ich will auf diese Folie im Detail nicht eingehen, aber nur daran erinnern, dass Nuklearwaffen natürlich verheerende Folgen haben. Das Endergebnis ist ja vorhin schon geschildert worden. Wenn man das jetzt wirklich potenziert mit all den Waffen, 12.000, die auf der Erde sind, dann können wir nicht nur das Ende des Planeten erreichen, aber wenn wir ein paar Stufen tiefer gehen und uns die Frage nach der regionalen Auswirkung stellen, dann muss man auch zunächst einmal davon ausgehen, dass es neben der letalen Primärstrahlung mit mehreren Kilometern Reichweite dann auch natürlich Druck- und Sogwirkung gibt mit ähnlicher Reichweite und Verbrennung dritten Grades, die dann so weit führen, dass man in einem Durchmesser von mehreren Kilometern praktisch keine Existenz mehr hat und nicht mehr in Zukunft auch kaum noch leben kann. In Tschernobyl ist ja nur ein kleines Beispiel, was passieren kann, um Flächen auf lange Sicht unbewohnbar zu machen. Die Schäden, Zerstörungen, Brände, Verletzungen und so weiter, die darüber hinausgehen, über den letalen Bereich, sind natürlich weitaus breiter angesiedelt. Und wir sollten nicht vergessen, dass es dann auch eine Rückstandsstrahlung gibt für lange, lange Dauer und dass mit den Niederschlägen oder mit den Wolken und Staubwolken, die hier entstehen, auch Niederschläge entstehen, die mit den Winden abziehen in eine bestimmte Richtung, die kaum vorher berechenbar ist und dass dann an anderer Stelle weitere radioaktive Niederschläge herunterkommen können. Also wer die Wirkung von Nuklearwaffen kleinreden will und sagen will, und ich sage das nicht umsonst, ich habe das in Podiumsdiskussionen erlebt, die sagen, ach, so eine kleine taktische Nuklearwaffe, da stecken die Ukrainer weg. Das ist auch kein Problem. Da kann ich nur sagen, die sind nicht von dieser Welt. Ganz zu schweigen, dass wir natürlich ein erhebliches Problem haben mit dem humanitären Völkerrecht, das ja vorschreibt, die Waffenwirkung so
zu begrenzen, dass möglichst die Zivilbevölkerung davon nicht betroffen wird. Ich überspringe aus Zeitgründen diese Folie, die noch einmal darstellt, welche Radien hier entstehen bei einer taktischen Nuklearwaffe in einem 10 kT-Bereich. Das geht schon sehr, sehr tief und weit über einen Bereich von etwa 16, 17 Kilometer im Durchmesser hinaus. Und dazu kommen die Folgeschäden, von denen ich gerade gesprochen habe. Und wenn dann einer sagt, ach, das ist ja eine kleine Waffe, geht ja auch kleiner als 10 kT, zum Beispiel nur 1 kT oder 0,5 kT, dann kann man nur sagen, auch diese Leute sind nicht von dieser Welt, dann sind zwar die Wirkungen um 40% geringer, aber sie bleiben im Prinzip genau die gleichen und keiner redet dann über die Zahl, wie oft das passiert. Das vorweg, die Folgerungen. Weder die jüngsten Annexionen der Russlands, noch ein ukrainischer Siegfrieden, wie das jetzt so gerne genannt wird, also mit den Grenzen von 1991 oder 2013, sind derzeit verhandelbar. Diese Feststellung ist erstmal richtig. Das heißt aber nicht, dass die Diplomatie damit ans Ende gekommen wäre, sondern die Diplomatie hat die Aufgabe, Türen dann aufzustoßen, wenn scheinbar keine Lösung mehr in Sichtweite ist. Das ist die eigentlich diplomatische Kunst. Da muss man zurückgehen auf die Ursprünge und die Frage stellen, worum geht es denn eigentlich im Wesentlichen bei diesem Krieg? Können wir irgendwo ein Tor aufstoßen und nicht alles gleich lösen wollen, aber irgendwo ein Tor aufstoßen, was möglich ist, womit sich dann die Stimmung insgesamt so verbessert, dass auch andere Tore folgen können? Also, eins ist klar, ein Verhandlungsfrieden wird nur dann möglich sein, wenn alle Seiten auf maximale Ziele verzichten. Alles andere wäre ein Siegfrieden, also eine Seite kapituliert und die andere gewinnt. Dass Russland als Nuklearmacht kapituliert, kann ich mir schwer vorstellen. Und ob es ein kluger Friedensplan ist, zu sagen, ihr Russen zieht euch zurück und anschließend stellen wir euch vor Gericht, das wage ich auch zu bezweifeln. Also wir werden schon noch ein bisschen bohren müssen, nur meine pessimistische Botschaft hier ist eher, ich befürchte, diese Einsicht wird nicht greifen, bevor wir Ende des Sommers nach vielen Offensiven und Gegenoffensiven in einer Lage sind, in der möglicherweise die einzelnen Frontlinien sich da und dort ein bisschen verschoben haben, aber die strategische Lage die gleiche ist. Das ist keine gute Botschaft, ich gebe es zu, und eine optimistische kann ich Ihnen im Moment nicht geben. Aber ich glaube trotz allem, dass die Linie, die der Bundeskanzler hier fährt, die Ukraine darf nicht verlieren, gerechtfertigt ist, solange die strategischen Folgen jeder einzelnen Entscheidung bedacht werden. Und das hat man bei der Panzerentscheidung auch gemacht, wo man gesagt hat, wir werden nicht als Deutsche alleine mit dem Leoparden, dem deutschen Panzer, egal wo er herkommt, mit der Nuklearmacht Russland jetzt gegenüberstehen, sondern das Risiko wird auf die anderen drei Nuklearmächte der NATO verteilt. Das war die Idee dahinter und das halte ich auch für richtig. Also wir müssen die Diskussion nicht so oberflächlich führen, wie das geschehen ist, auf einen Kampfpanzertypen bezogen, sondern wir müssen bei jedem Schritt immer die strategischen Folgen und die Risiken bedenken und müssen uns erst die Frage stellen, da stimme ich General Schwab völlig zu, wohin wollen wir denn eigentlich? Was ist denn das Ziel von möglichen Verhandlungen? Wie soll denn die Ordnung danach ausschauen in Europa? Eskalationskontrolle ist das Gebot der Stunde und dazu muss der Dialog geführt werden. Wer sagt, ich rede nicht mehr mit der anderen Seite, tut etwas, was nicht in unserem Sicherheitsinteresse ist. Das heißt, die Verhandlungsinitiativen werden nötig bleiben, so schwierig das jetzt vorstellbar ist, um künftig eben tragfähige Kompromisse auszuloten. Was ist nach dem Krieg? Wenn Sie sich es ist ja nicht damit getan, dass der Krieg beendet wird und damit alle Probleme gelöst sind, sondern es wird eine Rückkehr geben zur Landes- und Bündnisverteidigung, die erleben wir gerade. Es gibt eine Festigung der nuklearen Teilhabe. Selbst die Partei, die immer sehr kritisch gegenüber der nuklearen Teilhabe war, hat jetzt sich entschlossen, also die nukleare Teilhabe fortzusetzen und die entsprechenden Flugzeuge zu modernisieren. Es wird eine NATO-Norderweiterung geben. Wir werden neue 8 Kampffregatten an der NATO-Ostflanke haben. Dahinter stehen bis zu 300.000 Soldaten für die schnellen Einsatz- oder Reaktionskräfte. Und mit anderen Worten, das andere überspringe ich jetzt, wir werden eine Rolle von Nuklearwaffen erleben, die dem entspricht, was 2010 und 2012 die NATO schon entschieden hat und was sich im neuen strategischen Konzept auch genauso wieder abbildet. Das heißt, es bleibt eine nukleare Allianz, solange Nuklearwaffen existieren. Man wird sich verlassen auf die Nuklearfähigkeiten der
drei Nuklearmächte der NATO. An der Spitze stehen hier die USA. Die Eskalation hält man für unwahrscheinlich, aber ganz ausgeschlossen wird sie auch nicht. Der Hauptzweck ist tatsächlich die Abschreckung des Einsatzes anderer Nuklearwaffen. Deswegen heißt es hier auch in diesem Text Fundamental Purpose, aber ein Verzicht auf den Ersteinsatz gibt es auch nicht. Und das bedeutet auch, jetzt will ich nicht auf die Details von breiter Beteiligung eingehen und von nuklearer Teilhabe, dass wir mit diesen Risiken auch in Zukunft leben müssen. Es wird einen eisernen Gürtel geben an der NATO-Ostflanke, der reicht vom Nordkap bis runter zum Schwarzen Meer. Und die NATO nach dem Krieg wird also durch diese Stichworte, die Sie hier nachlesen können, gekennzeichnet sein, weil alle jetzt Sorge haben, dass sie angegriffen werden, und die NATO hat sich hier grundsätzlich entschieden. Also meine Antwort auf die Frage, welche Sicherheitsordnung wird es? Es wird keine kooperative Sicherheitsordnung sein. Die einzige Hoffnung, die wir haben, dass diese Phase des kalten Friedens, abschreckungsbetonten Sicherheit, dass diese Phase nicht allzu lange dauert und dass irgendwann sich auch Änderungen erreichen lassen und wir dann wieder mehr zurückkehren zur Kooperation. Aber wann das der Fall ist, weiß niemand, genauso wie keiner im Moment sagen kann, wann und wie der Ukraine-Krieg enden wird. Russland nach dem Krieg, auch das müssen wir berücksichtigen, es wird konventionell geschwächt aus dem Krieg hervorgehen. Es wird wahrscheinlich seine Nuklearkomponente deswegen stärken wollen. Es wird auf neue Technologien, auch Antisatellitentechnologien setzen. Und es wird natürlich, der Fokus wird in der strategischen Richtung West sein. Und damit können wir natürlich das auch sehen, was die Sprecher gerade am Anfang, Herr Spiekmann und Herr Blasio, schon gesagt haben. Es gibt eine Eskalationsgefahr. Militärische Zwischenfälle könnten fehlperzipiert werden. Es kann zu einer Eskalation kommen. Es gibt einfach eine Instabilität, auch dadurch, dass man nicht mehr miteinander spricht, dass die Kommunikationskanäle weitgehend abgeblockt worden sind und dass die Rüstungskontrolle nicht mehr existiert. Und daraus kann man Folgerungen ziehen. Ich überspringe die destabilisierenden Strategien, weil sie wurden schon dargestellt, und die Technologien, und komme gleich zu den Folgerungen. Wir werden also für eine gewisse Zeit zumindest eine konfrontative Sicherheit haben. Es wird Instabilität geben, es gibt Eskalationsrisiken. Aber daraus leite ich eben dann ab, und das ist doch auch mein Schlussbild, es gibt die Notwendigkeit, jetzt die verstärkte Notwendigkeit der Risikoreduzierung, der Wiederherstellung der Kalkulierbarkeit. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist das, was im Englischen als Incident Prevention und Deescalation bezeichnet wird. Es kann immer mal zu Zwischenfällen kommen, wenn Streitkräfte sich so nahe gegenüberliegen und üben und Luftpatrouillen, Seepatrouillen durchführen. Und dann müssen die militärischen Hauptquartiere miteinander in Kontakt sein. Sie müssen erklären, was wir tun, und sie müssen sofort, falls mal was passiert, deeskalieren. Es braucht militärische Transparenz. Es sollte wieder weitergehen mit Manöverankündigungen und auch mit dem Austausch von Beobachtern. Das ist jetzt schon weit natürlich nach vorne gedacht. Und wir werden einen strategischen Dialog brauchen. Nicht nur die Amerikaner und Russen miteinander, weil sie ein Eigeninteresse haben, sondern auch die Europäer. Und am Ende wird es wahrscheinlich nur lösbar sein, wenn man die Eskalationsrisiken im Griff halten will, wenn man doch wieder sehr konkret über Rüstungsbegrenzung redet. Ja, vielen Dank. Das war's, was ich Ihnen sagen wollte. Ich weiß, dass die Botschaft jetzt nicht besonders positiv und optimistisch war, aber ich bleibe auch Optimist, trotz allem. Dankeschön.